Mein Leben echt war richtig schön. Mit den zwei Kindern, ganz voll Energie, war mein Leben sehr schön. Ich hatte ja Social Medien für meinen Job. Ich war ja Zumba-Trainerin und ich wollte für mich selber Werbung machen. Der hat mich von Social Medien gesehen. Dann hat er angefangen, von Fake-Account zu schreiben. Erstmal hatte ich keine Angst. Ich habe erstmal gedacht, okay, der schreibt und danach irgendwann kann der lassen. Aber hat er natürlich nicht gemacht. Und danach irgendwann merkst du, okay, das ist eine, das dich stalkt und ich muss aufpassen. Weil der schreibt, wo ich bin, welches Zimmer bin, wann habe ich meine Licht angemacht und wieder ausgemacht. Wenn Sie also merken, dass Grenzen überschritten werden, dann rate ich Ihnen ganz dringend dazu, nehmen Sie es ernst und gucken Sie ganz genau hin. Die schreiben immer, du bist da, du machst das, ich sehe dich. Hier sprechen wir von einem beharrlichen Verfolgen einer Person gegen deren Willen. Dieser Wille und der Kontaktabbruch muss ausgesprochen worden sein. Ich hatte immer Angst, dass der immer vor der Tür ist. Und es geht natürlich auch darum, dass in irgendeiner Form die Lebensgestaltung des oder der Betroffenen eingeschränkt ist. Und danach unser Leben ganz anders geworden. Das Stalking beginnt immer im Kopf des Täters. Immer. Sie sind also nicht schuld, sondern der Täter oder die Täterin entscheidet sich für Stalking. Das muss nicht sein, immer von Ex-Partner. Stalking können wir immer dann erkennen, wenn wir sehen, dass eine Person sich ganz massiv auf eine andere Person fixiert hat, also wirklich eine, wie eine Art Festbeißen. Die leben mit so, die Stalking, die sind echt Vampir. Und vor allem natürlich auch für die Bekämpfung von Stalking ist es wichtig zu wissen, dass Stalker und Stalkerinnen mit so einer starken Kraft und Energie und auch mit einer Gabe des Manipulierens in dem einzelnen Fall aktiv sind, dass sie sehr häufig sogar Unmögliches möglich machen können, mit einer Kreativität, die man sich kaum vorstellen kann. Ich musste erstmal natürlich meine Sozialmedien alles ändern. Ich habe fünfmal meine Nummer geändert. Ich habe schon meine Wohnung gewechselt. Der hat wieder mich gefunden. Und ich musste meine Arbeit einfach lassen. Das war mein Leben. Ich war immer öffentlich, also habe ich ganz offen gesprochen mit meinen Freunden und Freundinnen, dass ich habe. Sie müssen das nicht alleine aushalten. Sie müssen nicht alleine durch diese ganze schwierige Situation durchgehen, sondern vertrauen Sie sich zunächst erstmal mindestens einer Vertrauensperson an und holen Sie sich ein Feedback, um selber auch einschätzen zu können, wo stehe ich denn hier eigentlich gerade. Mir hat geholfen, dass die Leute mir glauben und mich motiviert immer, mutig macht, mitlaufen und mitgehen. Das hat mir geholfen, ja. Der Anfangspunkt von Stalking ist meistens eine Kränkung beim Täter oder bei der Täterin. Und sehr häufig haben wir es bei Stalkern und Stalkerinnen auch mit sehr kränkbaren Persönlichkeiten zu tun, die zwischenmenschliche Interaktion häufig umdeuten. Manche Leute von mir haben versucht, mit Stalker sprechen. Ich habe immer gesagt, zum Beispiel, nein, der versteht nicht. Wenn ihr einfach telefonieren, dann kann der sofort bei dir anfangen. Hat der gemacht. Also Sie müssen verstehen, dass jedes Mal, wenn Sie Kontakt zum Täter haben, sein Belohnungssystem aktiviert wird. Umso öfter Sie also mit ihm Kontakt haben, umso öfter Sie ihm erklären, dass Sie eigentlich keinen Kontakt wollen, umso öfter Sie auf seine Manipulationen, Geldforderungen oder sonstige ausgedachte Inhalte eingehen, desto öfter wird er belohnt, sozusagen. Das ist wichtig zu verstehen, denn das heißt auch, wenn Sie sich einmal ganz klar entschieden haben, einen Kontaktabbruch zu vollziehen, dann rate ich Ihnen ganz dringend dazu, den auch konsequent durchzuhalten. Was können Sie noch tun? Sie können ein Stalking-Tagebuch führen. Wann ist was passiert? Was konkret ist passiert? Wer war daran beteiligt? Was sind die Hintergründe und welche Beweise und Zeugen gibt es für diesen ganzen Zusammenhang? Wenn Sie das tabellarisch über einen längeren Zeitraum von 2 Wochen bis vielleicht 3 Monaten machen, haben Sie die Möglichkeit, das als Beweis, als gerichtsverwertbaren Beweis einzureichen.
wir können ja Hilfe bekommen. Wir können, aber viele Frauen wissen das nicht. Wenn Sie für sich feststellen, dass Sie wirklich hier mit Stalking zu tun haben, selbst wenn Sie noch erste Zweifel haben, ist es sehr wichtig, sich an der Stelle dann auch wirklich professionelle Hilfe zu holen. Sehr viele Betroffene gehen davon aus, dass das Stalking einfach wieder aufhören wird, wenn sie einfach nur stillhalten und es vielleicht ignorieren. Oftmals denken sie, morgen hört es wieder auf. Ich muss einfach nur Geduld haben. Ich kann Ihnen aber sagen aus Erfahrung, dass der große Teil der Stalking-Fälle nicht von alleine wieder aufhören wird. Wenn sich ein Täter oder eine Täterin fixiert hat, dann tun die das meistens über sehr lange Zeiträume und sie hören eben nicht wieder auf. Es gibt eigentlich ein relativ gutes Hilfesystem für Frauen. Es gibt einmal das Beratungstelefon. In vielen Sprachen können da Frauen sich Hilfe holen und sich informieren. Die nächste Anlaufstelle kann das Frauenhaus sein. Es kann die Frauenberatungsstelle sein. Es kann aber auch der Opferschutzbeamte oder die Opferschutzbeamtin der Polizei sein. Wenn es Kinder in diesem Fall gibt, kann es auch durchaus das Jugendamt sein. Es kann die Gleichstellungsstelle der Stadt sein. Wir haben die Stalking-App des Weißen Rings, weil sie ein wichtiges Beweismittel sein kann für Verhandlungen und auch schon mal so zeigt, wie kann man denn Dinge dokumentieren. Also umso früher Sie entschieden in Ihren Fall von Stalking eingreifen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie den oder die Stalkerin wieder von sich lösen können. Nicht Mund zumachen, sondern Öffentlichkeit gehen. Und irgendwann musste ich Polizei gehen und Anzeige machen. Die Polizei hat die Möglichkeit, ein Strafverfahren wegen Nachstellung aufzunehmen. Ermittlungen zu führen und, was ganz entscheidend ist, die Polizei kann auch eine Gefährderansprache halten. Das bedeutet, dass der Gefährder, also der oder die Stalkerin, aufgesucht wird von der Polizei. Es wird darauf hingewiesen, dass aktuell ein Strafverfahren läuft und es wird auch darauf hingewiesen, dass kein Kontakt mehr gewünscht ist und dass der Kontakt zu unterlassen ist. Und es wird dafür sensibilisiert, dass jede weitere Kontaktaufnahme zu der entsprechenden Betroffenen oder dem Betroffenen eine Straftat darstellt. Also der Stalker keine Angst gehabt von Polizei. Das meine ich. Der sollte das haben von Polizei. Und in 70% aller Fälle führt das tatsächlich auch zum Erfolg. Das heißt, wir können sagen, in einem sehr hohen Prozentsatz erzielen wir mit Gefährderansprachen auch wirklich eine Wirkung beim Täter oder bei der Täterin. Eine weitere sehr effektive Möglichkeit in der Bekämpfung von Stalking kann dann nochmal der Gang zum Familiengericht sein. Erstmal vor dem Gericht habe ich ein Kontaktverbot bekommen. Diesen Antrag können Sie ganz formlos selbst stellen. Sie können direkt zum Gericht gehen, Sie können dort in der Antragsstelle diesen Antrag stellen, also einfach Ihre Geschichte erzählen, die Beweismittel vorlegen, die Sie gerade haben. Sie brauchen dafür keinen Rechtsanwalt und es ist für Sie nicht mit Kosten verbunden. Für die Stalker, das war nicht reicht, der hat weitergemacht. Ist es ganz wichtig, dass Sie jeden einzelnen Verstoß bei dem zuständigen Familiengericht melden und gleichzeitig einen Antrag auf Zwangsmittel stellen. Seit 2017, ich habe 11 Anzeige gemacht. Die Polizei gibt in der Regel die Inhalte nicht an das Familiengericht weiter und das Familiengericht auch nicht an die Polizei. Sie müssen also im Bereich der Straftaten immer weiter mit der Polizei kommunizieren und Ihre Infos immer weiter an die Polizei weiterleiten. Das Gleiche müssen Sie aber auch mit dem Familiengericht tun. Das heißt, auch da muss das Gericht immer wieder von Ihnen die Nachricht bekommen, wenn gegen diesen Beschluss verstoßen wurde. Meine erste Gerichtsverhandlung war im April 2018. Die Richterin sollte eigentlich erstmal die Frauen ernst nehmen. Ich bin nicht einfach da, der hat was gemacht, deswegen wir sind jetzt Gerichtsverhandlung. Der hat Freispruch bekommen und danach hat er wieder angefangen, ja, hast du gesehen? Die haben mir nichts gemacht, die können mir nichts machen. Gerade Stalking ist ein Phänomen, was hochkomplex ist. Hochkomplex im Bereich der Kriminalpsychologie, hochkomplex, aber auch im Bereich der Taten. Am 22.06.2019 habe ich die Polizei angerufen. Ich habe gesagt, dass der hier ist und ich hatte Angst. Der hat eigentlich Verbot
in der Nähe kommt. Die hat mir geantwortet, woher wissen Sie das, dass der für Sie gekommen ist? Ich habe gesagt, ich bin mir sicher, der hat meine Familie angerufen und hat der gesagt, ich gehe jetzt. Ich war drin, der hat das Tür aufgemacht, hat der gesagt, du musst sterben. Ich habe 25 Messerstich bekommen von Stalker und ich war 4 Tage im Koma, 1 Monat im Krankenhaus. Stalker lösen Angst aus, nicht nur in den Betroffenen, sondern auch in allen anderen, die irgendwie mit dem Fall befasst sind und auch zur Hilfe da sind. Und Stalking macht hilflos. Wir haben es häufig mit Tätern und Täterinnen zu tun, die wirklich über Grenzen und auch über Leichen gehen. Und diese Energie, die spürt man auch. Und sehr häufig ist es so, dass es dadurch auch sehr schwierig wird zu intervenieren. Und hier kann man auch sehen, wie wichtig das ist, sich selber auch gut zu reflektieren in diesem Prozess. Es gibt viele Frauen, dass die von Männern, von Stalker unterdrückt haben. Und diese Solidarität von Menschen war für mich wichtig und mit mir hat sehr geholfen. Im Dezember 2019 war das Prozess gegen den Täter. Der wurde freigesprochen. Er ist in die Psychiatrie eingewiesen worden. Ja, also für die Frauen kann ich ja sagen, es ist unser Problem, also jetzt das allgemeine Problem gegen Gewalt zu Frauen. Dürfen wir nicht einfach so sterben von anderen Männern. Also wir müssen auf den Beinen stehen bleiben, wir müssen. Das ist natürlich nicht einfach. Ich musste umziehen, ich muss immer meine Sicherheit denken. Ich kann nicht, darf ich nicht natürlich arbeiten. Ich bin körperlich nicht so gesund, auch seelisch nicht so gesund. Wir müssen lange Zeit Therapie haben. Ich bin immer weiter gegangen, immer weiter für meine Zukunft und bin ich jetzt bereit für meine Zukunft, also alles wieder erholen kann.